Aber liebe Geschwister, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, damals zu seiner Zeit gab es keine Bank. Aber jetzt gerade, 1400 Jahre später, der hat in Saudi-Arabien, jetzt hat er ein Konto. Bei der Rajhi Bank in Saudi-Arabien. Und sein Konto ist gefüllt und wird gefüllt und geleert nonstop mit Millionen und Milliarden. Warum? Weil es ein Business, ein echter Businessman war. Er hat Business gemacht mit Allah. Er hat einen Brunnen gebaut, er hat ihn gegeben, Fisabilillah. Der hat eine Karawane geholt, eine Karawane, als es eine schwere Zeit in der Wirtschaft gab. Von Mekka, er hat eine komplette Karawane. Das kannst du dir vorstellen, wie ein Containerschiff heute. Ja, mit neuer Ware. Die ganzen Businessleute, die sind rausgegangen, die sind gegangen zu Özman und die haben ihm angeboten, bevor die Karawane ankommt: Verkauf uns deine Karawane. Wir geben dir 1 zu 2 sozusagen. Das heißt, wir geben dir 100% Gewinn. Er sagte, nein, danke. Die sagen ihm 200%. Er sagte, nein, kein Interesse. Die sagen dem 1 zu 4 oder sogar 1 zu 5. Und er sagte, nein, ich habe jemand anders, er gibt mir mehr. Die sagen ihm, es gibt keine, die mehr geben kann als wir. Und mehr geben kann als das. Er sagte zu denen, doch, doch, ich habe jemanden, der gibt mir noch mehr als das. Allah Azzawajal hat mir das Zehnfache versprochen und ich habe diese Karawane komplett für die Gläubigen, Fisabilillah, komplett gegeben. Er hat einfach komplett alles, was er da hatte, nicht nur seinen Gewinn, sondern Gewinn plus alles, was er eingekauft hat, die komplette Karawane, hat er komplett Fisabilillah gegeben. Ja? Warum? Weil er war ein Businessman, ein echter Businessman. Er wusste, wie man Business macht. Er wusste, mit wem man Business macht, vor allen Dingen. Ja? Subhanallah. Er hat auch Grundstücke gespendet. Ja? Er hat ein Grundstück gespendet, eine Masra, ein Garten gespendet als Waqf, ja, fi sabilillah. Und dieser Waqf, liebe Geschwister, der wurde jetzt vor ein paar Jahren, als man Al-Haram ausgeweitet hat, musste man sein Grundstück verkaufen quasi, um den Haram zu vergrößern in Saudi-Arabien. Aber man darf einen Waqf niemals für etwas anderes benutzen. Ja, man darf das nicht. Und dann haben die Gelehrten sich hingesetzt und haben gesagt, okay, aber jetzt hier haben wir eine absolute Notwendigkeit. Wir können die Moschee nicht vergrößern, die heilige Moschee nicht vergrößern, wenn wir dieses Grundstück nicht einbeziehen. Dann haben die Gelehrten sich zusammengesetzt und haben überlegt, was die machen können. Was haben die gemacht? Die haben dann gesagt, okay, wir werden dieses Grundstück, was Uthman ibn Affan für Allah subhanahu wa ta'ala gespendet hat, als Sadaqa Jariya, als fortlaufende Spende, wir werden sie wertschätzen. Und diese Wertschätzung ergab dann eine sehr, sehr große Millionen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das hunderte Millionen oder sogar im Milliardenbereich war. Ja? Und man hat sie dann wertgeschätzt und hat dann dieses Geld, man hat ihm ein Konto eröffnet, auf seinen Namen, auf dem Namen steht Uthman ibn Affan sozusagen, mit seinem Namen heute, in unserer Zeit hat er ein Konto und dort sind diese Gelder eingeflossen. Mit diesen Geldern dort wurden zum Beispiel diese Hotels gebaut, Uthman ibn Affan in Saudi-Arabien, in Mekka, wer da hingegangen ist, hat die bestimmt gesehen. Ja? Und mit seinem Geld werden gute Taten gemacht für Waisenkinder, für Witwen, für Schüler, die Koran auswendig lernen, etc., etc., etc. Ein Businessman, subhanallah, jemand, der die Dunya benutzt hat für seine Akhira. Das heißt, er ist jetzt gerade in seinem Grab und sein Konto macht gleich ding, 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 ding. Ja? Es fühlt sich und fühlt sich und fühlt sich mit guten Taten, bis er Allah subhanahu wa ta'ala treffen wird.